Die Produktionsmaschinerie läuft, wie jeden Tag im Stahlwerk Thüringen. Hier werden aus Altmetall neue Stahlträger hergestellt. Tonnenweise Schrott wird dafür jeden Tag angeliefert, mit Eisenbahnwaggons. Und genau da liegt das Problem für Produktionsleiter Frank Wagner. Denn seit Donnerstag wird der Güterverkehr von der Lokführergewerkschaft GDL bestreikt. Bei Mengen, die also am Tag über 3000 Tonnen überschreiten, können Sie sich vorstellen, nach einer gewissen Zeit sind Lagerplätze voll. Die Kunden drängen natürlich auf Termineinhaltung. Sie möchten pünktlich ihr Material haben. Insofern sind wir für die nächsten Tage doch etwas beunruhigt, was die weitere Entwicklung betrifft. Das Stahlwerk im thüringischen Unterwellenborn ist besonders betroffen. Denn im Osten der Republik sind weniger Lokführer verbeamtet als im Westen. Der Streik hat hier demnach schlimmere Auswirkungen, sagt der Transportvorstand der Bahn Norbert Bensel. Es stehen eine ganze Reihe von Zügen. Unser Streikmanagement, also die Steuerung der Züge, funktioniert hervorragend. Wir versuchen, die wichtigen Züge durch das Netz zu bringen und sind sehr zuversichtlich, dass dies auch gelingen wird. Auf der anderen Seite werden wir natürlich die gesamten Auswirkungen des Streiks erst am Abend sehen können. Wir gehen davon aus, dass die Situation immer schwieriger wird. Nach den Worten von GDL-Vize Klaus Wieselski behindert sich die Bahn jedoch sogar selbst. Aus Furcht vor Arbeitsniederlegungen würden Lokführer suspendiert. Also wir haben Informationen darüber, dass eine ganze Reihe von Kollegen von der Arbeit suspendiert worden sind. Die sind von ihren Diensten runtergenommen worden und nach Hause geschickt, sodass wir sagen können, dem Grunde nach brauchen wir gar nicht streiken. Der Güterverkehr fährt derzeit sowieso so gut wie nichts. Über den 42-stündigen Streik bis Samstagmorgen hinweg rechnet die GDL mit starken Beeinträchtigungen, jedoch nicht mit einem völligen Stillstand. Kein Trost für die Industrie. Kurzfristig lassen sich die Lieferschwierigkeiten für die meisten Unternehmen vielleicht noch ausgleichen. Sollte der Streik nächste Woche aber weitergehen, drohen massive Engpässe bei der Versorgung mit Material und bei der Auslieferung von Waren.